Ich glaube, wir verbringen in dieser Aufnahmesession hier mehr Zeit in den Ladezeiten als auf dem Planeten. Ja, aber dieses Eber-Mörder-Mystery wird ja wohl hoffentlich länger dauern als eine fucking Mission, Ja, die 10 Sekunden geht. klar. Das Hoffentlich. sind die tollen Season Pass-Inhalte. Also bis jetzt bin ich Aber ich vom. meine, wir haben immer noch all diese tollen Prüfungen. Bis jetzt bin ich vom Und all zweiten diese Season Pass tollen. nicht Die gab es davor schon. überzeugt. Prüfungen gab es davor schon. Die sind nicht Teil des Season Passes. Ja, ich weiß, aber wir haben. Ich meine, was wir von Dingen, die wir machen können, meine ich. Naja. Haben wir die noch und dann haben wir noch diese eridianischen Tafeln, die wir lesen könnten. Ja, und wir haben noch einen Naja, wo Raid-Boss. fängt man das an für Eva? Weil da vorne in ihrem Zimmer. Das will ich Come jetzt with me. erstmal machen hier. Warte mal, da unten ist auch. Ach, Und wir können auch da den ist. Raid-Boss Warte. machen. Nee, das machen wir wann Naja, das. anders. Er muss verstehen, Daniel fühlt sich gerade nicht so. Das Wetter ist schwül. Wir können auch gerne Trials. Je schneller wir hier fertig werden mit der Aufnahme, desto mehr Trials können wir Ey, machen. Pascal hat mir vorhin gesagt, er ist heute nicht so im Mut für Borderlands, okay? Ist nicht meine Ja. Schuld. Ich keine Lust, eine Aufnahme Deswegen will zu ich machen. lieber Story-getriebenen Shit machen. Okay. Ja. Ja, gut. Ich bin dabei. Um was geht es? Und die Fresse. Nachgedacht, dass ich eigentlich keine Freunde habe, außer Hermes, und dass ich lernen muss, mich zu öffnen. Deshalb habe ich einen Podcast gestartet. Es geht um unerklärliche Verbrechen, die definitiv von Geistern begangen wurden. Er heißt Mysteriositätischer. Bist du empfänglich für konstruktive Kritik? Das klingt nur ein wenig nach totalem Blödsinn. Hey, lass du dir erstmal einen Podcast-Namen einfallen, der nicht schon besetzt ist. Jedenfalls habe ich einen Fall auf Promethea gefunden und den werden wir gemeinsam lösen. Als Co-Moderatoren. Triff dich mit Lorelei bei Eskerton Row. Geil. Oh Mann! Du wieder nach Promethea. Die nächste Okay. Runde. Okay. Okay. Let's go. Let's go to the mall. Warte mal. Captain Sir, Yeah. genau. Das ist nur Eastern Row. Jetzt kann ich endlich auswählen, wo ich hin will. Wow! Wir fliegen nach Promethea! Wow, geil! Alles klar? Ey, was machen denn immer noch die Maliban-Schiffe hier, Das ist viel zu kompliziert, da zwei ey? Screens Assets zu zu machen. machen. Ja, aber die Maliban sind ja immer noch hier und verwüsten den Planeten. Die geben nicht auf. Sind so wie die Crimson Lands. Damn. Nur lange nicht Ah, so cool. hey. Cool. Ich kann das auch kurz, was hier ist. So. Was ist was hier? Achso. Sind das jetzt wirklich alles so extra Herausforderungen, die man machen muss? Ich glaube, am Ende, wenn man die alle gemacht hat, dann öffnet sich diese eine Kammer auf Pandora, ne? Irgendwie so war das doch. Was denn einfach nur so ein Lore-Ding? So. Hey, ich bin genau Wo dich ist das denn? kann. Achso. Das hier. Sollen uns mit Lorelei treffen. Ist gar nicht so einfach, über Nacht vom Barista zur Guerillakämpferin zu werden. Okay, cool. Aber einer anderen Lorelei. Nach Asheton Row. Aber wir müssen in ein anderes Gebiet. Da waren wir, glaube ich, eh nie. Bei mir ist die nicht mal aufgedeckt. Was Okay, meine? warte mal, da vorne gab es doch Fahrzeuge, ne? Ja, da. Kommen Sie, Mister. Er hat ja schon ein Fahrzeug. Auf geht's! Machen wir alle kaputt hier wieder mal. Auf nach Asheton Row! Oh, ja, gut. Das ist Ja. okay, das Pascal hat keinen Führerschein und die Dinger sind unterlevelt. Pascal. Können uns gar nichts.
Pascal, alles okay? Ich das nicht Borderlands 1. Ja, das wünsche ich mir auch manchmal, was die Fahrphysik angeht. Da, jetzt haben wir uns festgefahren. Was willst du denn, ey? Okay. Mach das schon. Ich hab das Auto befreit, aber es ist nicht mehr funktionsfähig. Ah, ne? Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Kein weiteres Statement dazu. Kein weiteres Statement benötigt. Ich find's geil, wie wir einfach auch hier jeden Gegner mit einem Schuss wegballern können. Selbst die Gegner, die irgendwie in Autos sitzen oder so. Einfach einen Schuss da drauf mit einem normalen Revolver und das Auto explodiert in 1000 Teile. Ich meine, was fällt denen auch ein, einfach unter Level zu sein? Das ist fantastisch. Ey, Boys! Da bin ich! Ja, Mann, wir müssen wieder aufsteigen. Wir müssen wieder da rein. Man, jetzt muss ich jetzt echt gar nichts machen, weil jetzt kann Claudia alles hier mitbringen, ohne Probleme. Naja, wenn die Gegner jetzt auf dem Level bleiben, dann schon. Ich weiß aber nicht, ob sie auf dem Level bleiben. Claudio kann alles und jeden töten, okay? Ja, nee, das meine ich schon, aber dass du nichts machen musst. Ich muss nie was machen. Claudio macht alles. Ich denke immer, ich mache ja was, aber eigentlich hat es Claudio gemacht. Das sieht cool aus, das sieht wirklich aus wie in so einem Murder Mystery. Shit. Faszinierend. Ja, Mann, jetzt können wir nicht mit Lorelei 2.0 reden. Genau. Ist jetzt bestimmt auch anders verkleidet und so. Ich stell dir mal vor, nur fürs Murder Mystery. Oh, es gibt Polizei in Borderlands, wusste ich nicht. Ja, Mann. Ja, es gibt auch eine Polizei. Das hier ist auch ein etwas gehobenerer Planet als Pandora. Ja. Oh, ich mag die den. Mann, die haben Metallzäune ich vor mag ihren den Häusern. Style, aber jetzt schon mega. Das erinnert mich. Ja. Heute sprechen wir mit Lorelei, einer Widerstandskämpferin auf Seiten von Atlas im Prometheakrieg. Mit ihrer coolen Frisur und der schicken Jacke wirkt sie wie ein fünffacher Espresso. Stark und bitter. Schon auch ein ziemlich pseudo-deeper Rapper. Scheiß Kids mit ihren scheiß Podcasts. Boah, Kammerjäger, wie bist du da reingeraten? Ich interessiere mich für den Aspekt Verbrechen aufklären. Einen Jäger zu jagen, hilft mir besser zu töten. Auch recht. Also gut, dann mal los. Die Lage ist folgende. Ich hatte einen guten Mann undercover in einer Maliwan-Schläferzelle hier in der Row. Ich sage hatte, weil er tot in seiner Wohnung lag. Maliwan muss ihn dran gekriegt haben. Aber ich muss wissen, wie. Es gab kein Gerede und er war sicher, dass seine Tarnung steht. Wer ihn auch getötet hat, er hatte sein Vertrauen. Und was sind die paranormalen Aspekte bei diesem Fall? Ich hab doch gesagt, es ist nur ein Mord, nichts Paranormales. Vielleicht für das ungeübte Auge. Ah, hier ist der Tatort. Schau dich um, ob du Hinweise findest. Oh, wie cool. Es gab hier einen Kampf, einen heftigen. Die Mörder sind die Dinge wohl aus der Hand geglitten. Boah, also ehrlich, bevor wir irgendwas weitermachen, ich muss ehrlich mich auskotzen. Also, dieser Stil der Küche ist ja echt hässlich. Ja. So fucking hässlich. Das ist aber so 50er oder naja, sogar noch älter, so Noir-Stil auf jeden Fall, würde ich behaupten. Aber ich mag das mit der Musik und der Atmosphäre hier drin. Das ist cool. Schau einfach nur die Küche, die hier hässlich aussieht. Der Zug, der da vorbeifährt, wie cool ist das bitte? Okay, ihr legt Fleisch auf den Küchentisch. Eine Portion fertig, Fraß. Unser Mann hat niemanden erwartet. Oh, und er hat nicht mal mehr den Brownie gegessen. Oh, das ist grauenhaft. Wer kauft sich diesen Schmuddelkram denn noch, seit es Econet gibt? Tja, dein eigener. Oh, das ist, ich will auch. Ich muss woanders suchen. Wow. Wow. Okay, das ist kein Hinweis oder was? Ein zerbrochenes Ding, sie ist kein Hinweis. Boah.
Okay. Boah, Computermann. Der Jäger hat keine Wertsachen mitgenommen. Das Opfer war das einzige Ziel. Das ist ein geiles Apartment. Sieht euch mal das Bett an. Haben Sie wieder mal. Also, der Bongo ist ja schlimm, aber das hier, das ist einfach das Bett von mir aus. Das ja, Action. Das stimmt wohl auch wieder. Aber. Sieht trotzdem gut aus. Aha, Waffen. Mysteriös. Schlechte Waffen. Mysteriöse. Oh nein, man hat ihm einfach seinen Schrank ausgeraubt. Was war das? Ach, da kommt die sogar dann raus. Ein Mysterium. Oh shit. Wisst ihr das denn? Das ist doch kein Hinweis. Meint ihr, wir finden hier Hinweise? Nee, ich wahrscheinlich in der Wohnung. Ich bin nur. Nee, ich glaube, wir sind drin. Nochmal weiter. Okay. Zwei Hinweise haben wir, einen muss es noch geben. Das Sicherheitssystem ist noch aktiv. Der Mörder kam anders rein. Oder wurde eingelassen. Was hast du? Okay. Dem Jäger ging es nur um seine Beute. Er wartete, bis sich das Ziel in seinem Bau sicher wähnte, dann schlug er zu. Klassisches Geisterszenario. Durch Wände gehen, einen Mord verüben, wieder durch die Wand raus. Oder es war eine lebende Person, die durch das Fenster hinten raus Nein. ist. Nein. Okay, nee. Gut. Vielleicht gibt es dort einen Hinweis. Überprüf die hintere Gasse, finde raus, ob jemand was gesehen hat. Okay, die Zeugen. Halt immer den paranormalen Kram. Es sind Geister! Eindeutig. Der Mörder ist geflüchtet, indem er über diesen Stacheldraht gesprungen ist. Nee, es ist ein Geist, da muss nirgendwo drüber springen, Daniel. Ah, stimmt. Einfach der nur kann einfach durch die Wand. Warte, lass mich mit dieser freundlichen Dame reden. Eine tolle Gasse habt ihr da. Ist dir was aufgefallen? Zum Beispiel ein Mord? Ja, ich habe Geräusche gehört. Klang nach Tumult oder Krawall. Definitiv Rabatz. Und dann Singsang? Hab gehört, wie jemand da lang lief. Hast du das gehört? Singsang! Das war definitiv ein übernatürlicher Mord. Ja, Mann. Okay. Ja, Mann, der. Keine Ahnung. Keine Ahnung, so ein Land, aber irgendwas Afrika hat eben. Afrika? Der Singsang, der ehemalige afrikanische Hohepriest, der ungerecht getötet wurde und jetzt nach Rache aus ist. Ich verfolge einen Mörder, der hier durchkam. Wo ist der hin? Ich hab jemand da langlaufen sehen. War ganz blutverschmiert. Schwer zu sagen bei der roten Panzerung. Aber ich weiß, wann ich Blut sehe. Es gibt Purpurnes und es gibt Scharlachrotes. Und ich hab's noch nicht mal gekostet. Oh Mann, dieser Zeug ist so schauerlich, der würde allein eine ganze Folge füllen. Aber die rote Panzerung klingt nach Atlas-Soldat. Das kannst du vergessen. Auf keinen Fall hätte einer von uns ihn getötet. Vielleicht hat jemand seine Uniform geklaut oder so. Ah. Wir sind da an was dran, Kammerjäger. Folgen wir dem Hinweis. Okay. Mein ehemaliger Crimson Land-Soldat. Was ist denn hier los? Brick. Wir haben nur Armwrestling betrieben und der hat verloren. Und jetzt jagen wir Brick unschuldig. Aber er ist mit einem Messer getötet worden. Brick hätte ihn einfach. Naja. Nee, das mit dem Messer ist eine Propagandalüge. Brick hat ihn gefistet. Vielleicht hat er einen Komplizen, der gerne Messer benutzt. Vielleicht einen Jäger. Nee, so wie Brick. Überall Vogelscheiße in der Wohnung gewesen. Du hast das auch. Nee, aber vielleicht hat Brick auch einfach so. Atlas-Rucksack. Verdammt. Aber vielleicht ist da der Hinweis drin, den wir suchen. Boah, Pascal, komm hierher. Hab da was für dich. Komm hierher. Es ist fucking episches Loot. Was ist denn 65, yo? Das ist wohl wahr. Gib mal her. Atlas-Ausrüstung ist in der Stadt an ein Tracking-System gekoppelt. Ich kann anhand der Seriennummer des Rucksacks die Position der Rüstung und hoffentlich den Mörder finden. Ein Durchbruch in diesem Fall.
Aber kann die Wissenschaft die übernatürlichen Kräfte überwinden, die der Gerechtigkeit im Weg stehen? In diesem Gebiet wimmelt es vor KDK. Man fragt sich, wie unser Geistmörder durchgekommen ist. Vielleicht hat er einen Pakt mit dem Teufel geschlossen? Das siehst du, das scheint wieder nach Brick. Das ist ein Pakt mit dem Teufel zu schließen? Nee, hier, das Brick wäre nicht. Nee, da wäre nicht durchgepasst. Wow. So sagen, Brick ist fett? Nee, Brick ist breiter als das gesamte Tor da. Brick ist so scheiße wie Drax und kann sich überall anpassen. Autsch. Oh Mann. Ich meine, er ist selber umgebracht. Wenn alle... Hast du Todessehnsucht? Okay. Ich muss sagen, ich liebe diese Klaviermusik im Hintergrund. Was? Ich hab gesagt, ich liebe die Klaviermusik im Hintergrund. Was? Was für ein Bier? Nein! Ach, verdammt. Warum seid ihr beide da? Ja, ich weiß. Ich auf jeden geschossen habe und der ein bisschen nahe war. Sind aber beide down, what the fuck? Ja, Daniel ist Daniel. Ja, wir sind beide von der Gleichexplosion gestorben, Pascal, ich weiß es nicht. Vielleicht hast du mich ja von hinten attackiert. Vielleicht bist du der Mörder. Das war Claudio. Ja, das war Claudio. Vielleicht war Claudio der Mörder. Der Speedrun-Profi. Ja, Mann. Ich hoffe, du hast für diesen Moment irgendwo eine Soundfall von Claudio, wie er seine hysterische Lache macht. Ja. Eine Aufnahme haben. Das gehört in die Aufnahme, glaub, genauso wie Mensch. All diese Uruk-Sounds für Schatten des Krieges, die du gemacht hast, wink wink. Ja, genau. Die ganzen Sprüche, die ich auch... Du ja behauptest, hast keine Zeit zu haben, aber das hier trotzdem im Geheimen gemacht. Ja, wink wink. Aber ich werde sie dann irgendwann einfügen bei der, hier, wenn ich das Best-of schneide von Shadow wink, War, wink wink. Übrigens, es gibt da nichts Besseres als Free Jazz, hab ich recht. Also Deutschrap ist schon auch ziemlich krass. Aber dicker, okay. Free Jazz! Ich hab nicht genug mitbekommen, das hier. Yeah, ich bin Level 66! Kannst du mich sehen, Tod? Seht mich! Und wisset! Ich bin die Person, die Claudio netterweise am Leben lässt. Wow, the best view is dead. Alter, für eine Blamage. Jetzt wieder diese Ruhe. Ich kann einen Skillpunkt setzen, oh mein Gott, das erste Mal nach 100 Jahren. Ja, aber wo setze ich jetzt noch einen Skillpunkt? Wo brauche ich eigentlich einen Skillpunkt? Das ist die Frage, die man sich dann auch stellt. So, hier hinten geht's weiter oder was? Nee. Nee, hier oben geht's weiter. Ja, oben geht's weiter. Okay. Ja, hier gibt's noch Loot, Pascal, das hast du noch nicht eingesammelt. Das gute Loot! Man wirklich noch den fucking Loot? Hier ist eine Kiste, Pascal! Alter, geil! Goldenes Loot! Oh, sind heftig! Boah, useless! Alles useless! Natürlich ist das alles useless, hallo? Wir haben irgendwie seit Ewigkeit keine Waffen gewechselt, weil die wir haben, einfach perfekt waren. Ja, perfekt sind. Es kaum erwarten, diese Wichser okay, von meinem Planeten zu fegen. Na los, da lang. Wieso sollte ein anderer Atlas-Soldat meinen Leutnant töten? Das ergibt keinen Sinn. Ich sag es doch, Geister. Geister ist Brot. Geister. Klassiker. Nee, eigentlich ist es kein Geist, es ist einfach ein fucking Dämon. Oh. Das hier sieht authentischer nach Cyberpunk aus als Cyberpunk. Irgendwie schon, okay.
Wake the fuck up, Samurai! Eben, wenn man mit Borderlands, mit der Welt und dem Arztziel kann man auch durchaus ernstere Sachen machen als Borderlands selbst. Das ist wohl wahr. Das ist um einiges atmosphärischer als das Spiel bis jetzt. Nee. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob das... das stimmt, ja. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur so wirkt, aber ich habe das Gefühl, sie haben hier auch diesen körnigen Filter drüber gelegt, oder? Ja, haben sie, glaube ich. Ja. So.